eure Videos. Moin Leute, willkommen zu 81. Jido hat mir ein Bild geschickt. Schaut mal hier, so sieht das ein LKW-Fahrer nach rechts raus. Alles in Ordnung, war? Kann man ja losfahren, ne? Nee, seht ihr den Rollerfahrer? Siehste, kannst du kaum erkennen. Leute, ihr müsst immer damit rechnen, dass der LKW-Fahrer euch nicht gesehen hat. Rechts und direkt vorm LKW und so ist es saugefährlich, Leute. Und mir ist vollkommen egal, dass ich das schon 15 Mal angesprochen habe. Ihr achtet jetzt hier rechts auf diesen komischen, geteerten Feldweg oder Fahrradweg oder was es auch immer ist. Auf dieser Hauptstraße ist gleich 80. Da aber nicht anscheinend. Ob der dumm ist? Ja, ich schätze schon. Dass dieses eine Einbahnstraße ist, begreift ihr spätestens, wenn der silberne Golf hupt. Einzelspiele vor Joanna Leindecker. Du machst das zurzeit ja ziemlich oft, wenn in meinem Freund... Hupsi. Mal umdrehen. Der dreht ganz komisch um. Und was er da gleich in dieser Einbahnstraße will, ich dachte drehen, fährt aber noch weiter rückwärts. Und dann hört das Video auf. Das ist so traurig. Genau, also funktioniert hier, indem ich meine Antwort in den Chat schreibe. Wenn jemand den Begriff errät, steht da aber nur Joanna. Ich mach mal langsam, weil man es nur einen Moment sieht. So, jetzt sieht man es dauerhaft und man packt sich doch nur vor den Kopf. Ist das ein Engländer im Urlaub oder was? Ach ne, ist eine Oma. Eine Oma! Völlig wird vereiert hier rum. Alter Schwede, ey. Schöne Grüße schickt Seba aus Rumänien, meine ich. Jo, da fahren sie auch nicht besser. Oh, super. Eine riesige Parklücke. Da kann man auch mit so einem riesigen Schiff verdammt gut einparken, möchte ich behaupten. Vorsichtig, 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 ganz vorsichtig. Ein Stück vor. Ich war's nicht. Jo, super sauber. Ich habe übrigens gefragt. Er sagt, die sind weggegangen. Die haben sich da nicht drum gekümmert. Mit meinem scheiß Telefon werfe ich aus dem Fenster. Oh, nichts Besonderes, ein Polizeiauto. Blaulicht. Oh nein. Schnell die offene Bierdose auf den Rücksitz geschmissen und das Marihuana-Päckchen raus. Moment, was nu? Ach so, der ist dran. Juhu! Wart ihr schon mal im Autokino? Coole Sache. Die Musik kommt über dein Radio und die Leinwand hast du da hinten. Cool. Nur bei den Autos, wenn die Motoren anmachen, kann man ja mittlerweile das Licht gar nicht mehr mal abschalten und dann blendet der Mist. Also werden diese Lichter abgedunkelt mit diesem komischen Folienkram da. Und nun sollte man idealerweise so lange da bleiben, bis derjenige da gewesen ist, um die Dinger wieder einzusammeln. Vielleicht läuft es ja auch so, du machst irgendwann zwischendrin dein Auto mal an, weil man steht da ja 2 Stunden, Batterieladen und so weiter. Und dann geht vielleicht einer auch zwischen die Reihen und hängt dir einem das da hinten dran und man kriegt es gar nicht mit. Kann natürlich auch sein. Und nach weiteren 10.000 Lichthupen hält er denn mal an. Ihr wollt nach links auf eine Straße auffahren, ihr seht die Autos kommen, oh, der erste biegt hier ab, will da rein, wo du rein willst. Kannst ja losfahren, ne? Nee, Leute,
passieren verdammt schwere Unfälle und nicht zu selten. Und das hier ist ja noch Puppikram. Das passiert ja am meisten auf Bundesstraßen, wo 80 gefahren wird. Ja, GG, ja, da dreht der Nächste um. Da will noch einer umdrehen. Eisenbahnbrücke wird auch schon hochgezogen. Geil. Und weil ich sowas auch noch nicht gesehen habe, gucken wir es uns mal an. Ne, und hier, er macht es schon viermal schneller und ich habe es aber auch jetzt nochmal schneller gemacht, weil sonst dauert es mir auch zu lange. Na bitte. Und weiter geht's. Und weiter geht's. So, und jetzt fahren wir noch eine Weile hinter dem Polo her mit Dauerbremslicht. Und er schreibt dazu, er hätte die Polizei angerufen, weil er ein paar Mal fast aufgefahren wäre und 44 Kilometer angeblich hinterhergefahren wäre. Meinst du nicht vielleicht nur 4? Ne? Naja, mich hätte ja interessiert, was die Polizei dazu gesagt hat. Jo! Alles klar. Erst denkt man, was denn? Und dann kapiert man es aber. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist, aber wir gehen mal vom Besten aus. Und weil ganz am Ende schon alle abgeschaltet haben, hier mal mittendrin, danke an Horsepower Dashcam fürs Video verpixeln. Danke! Schaut auf seinem Kanal. Weil wir so eine Art Kreuzung schon mal hatten. Nein, das ist nicht zwingend, dass da 70 ist. Wir haben bei uns in der Gegend auch solche Sachen mit 100 Zonen. Junge, bist du... Alter! Mann, ey! Jetzt denkt er sich, den packe ich mir, den stelle ich zur Rede. Aber den lässt das doch sein. Ein Stück Scheiße, Alter! Hier ist Überholverbot. Und nein, nicht erst seit diesem Schild. Arnon findet das natürlich nicht gut und er hupt. Ja, Reaktion vom LKW-Fahrer. Echt Top-Typ, der Typ. Und nein, das ist kein Löffelstiel, weil er gerade ein Joghurt isst. Upsi, dieser Clip ist total gut gepixelt. Ich brauchte nichts nacharbeiten, was selten ist. Ich habe ihn trotzdem in die Warteliste ganz hinten reingeworfen. Es tut mir leid. Einfach in falschen Ordner geschoben. Hier ist immer noch rechts vor links, Alter. Warum lernt es hier keiner? Ah, nach dem dritten Mal habe ich es kapiert. Der Schwattewagen fährt nach ganz links, weil da hinten der PKW bremst und den LKW wahrscheinlich überholen möchte. Und deswegen macht der Platz für diesen LKW-Überhol-PKW. Nur leider kommt einer von hinten und der bremst verdammt spät. Und was ich auch erst beim dritten Mal kapiert habe, der weiße PKW fährt bis auf den Standstreifen rüber, weil der schwatte PKW auf die Mittelspur wieder wollte. Halt, oder was? Warte, ich bin jetzt rein. Warte mal. Ey, halt mal vor allem, was ist zu klein? Was willst du von mir? Was du von mir willst? Fahr zieh dich! Fahr zieh dich!
Fahr doch mal weg! Ich muss den Hunde gerade abschützen! Quetscht er sich durch die Lücke, beschädigt den BMW und haut ab. Vicky hat die Polizei gerufen. Das Video nennt Luca überholen und Gas geben. Ich finde es ja schon traurig, dass ihr da eigentlich mit teilweise 130 bei diesem scheiß Wetter auf einer Landstraße rumgurkt. Danke fürs Zusehen, danke, dass ihr euch auch die Werbung anguckt, denn damit finanziert ihr euch selber die Videos. Cool, oder? Danke auch für eure Einsendungen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!